Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zum... Hallo, Eta. Eta. Nein, nicht Hallo. Hallo, Eta. Eta hättest du sagen. Hallo, Eta. Hallo, Eta, genau. Hallo. Ich will dich umarmen, aber du hast so viele Blöcke. Du bist so groß. Dieser Eta steht in Frankfurt. Was? Wow. Der Himmel ist in Frankfurt, okay. Ja, der Himmel ist in Frankfurt, okay. Im Rechenzentrum von Nitrado, um genau zu sein. Gut, schön geil zu wissen. Ja. Okay. Willkommen zurück im Eta und ich habe gerade sowas festgestellt. Ich was kann festgestellt? Zu Zombies, Gelaber, irgendwie voll gut einschlafen. So das ist strange. Mega weird. Aber das ist echt so, allgemein zu Let's Plays, also jetzt nicht nur zu Zombie, aber... Also ich nicht. So allgemein zu Let's Plays... Ich gucke immer und fieber voll mit und oh mein Gott, oh nein und... Ich kann irgendwie voll gut einschlafen, keine Ahnung. Ich habe auch ich weiß nicht, Little Confused Brain, sagt ihr das was? Ja, habe ich abonniert. Genau, da habe ich seinen Outlook. Habe ich sogar als Steam ein Freund. Als Steam ein Freund? What the fuck, Mann? Was geht mit meiner Sprache? Da habe ich sein Outlast Let's Play geguckt. Ja. Ne? Und auch so schön, was weiß ich, um 11:30, 12 abends, ne? Wo man sowas ja eigentlich nicht gucken sollte. Ja. Schön reingezogen. Oh, cool. Das lohnt sich, die ersten Ärzte. Schön. Und dann saß, lag ich so im Bett und oh, what the fuck? Voll mega weird und so die Stars voll hyper wie heißt das? Verdammt. Ambrosium. Nein, nicht das Zeug. hier, wenn du dir was vorstellst, was nicht da ist. Wahnvorstellungen? Wahnvorstellungen, genau. Nein, nicht Wahnvorstellungen. Wie heißt das verdammt nochmal? Fata Morgana? Nein. Das ist in der Wüste. Wie heißt das, ey? Keine Ahnung. Egal, also du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. So. Das ist einfach ABC. So voll die ABCs gehabt. Ja, ABC ist es jetzt so. Genau. Nee, aber so übelst, ey. Vor allem, ich hab da die letzte Folge, da wird er von diesem Riesentypen da wieder gefunden, ne? Und ich sitze da so, oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab das bei Horror-Let's Plays aber auch so, ey. Ich fiel da irgendwie voll mit. Ja, hast du noch, hier Brückenbricks? Brückenbricks? So Geländerbricks? Warte mal, diese Zäune habe ich ja. Ja, diese Zäune. Hier, da. Dankeschön. Nur 18! Du Geizhals. Naja, ich habe halt noch nicht so viel Holy Stone, den muss ich erstmal wieder sammeln. Dann sammle gefälligst schneller. Da kann ich nicht. Ah, so, jetzt. Ich wollte sagen, warum kann ich den nicht setzen? So, dann baue ich hier nämlich schon mal ein bisschen Brücke drüber. Ich will ja auch, dass der Gang schön aussieht. Dann können wir dann irgendwann später mal was reinbauen. Brauch dich hier mal, hier habe ich ein Dings falsch gesetzt. Ein Dings. Kann gut sein, dass du den Gang dann hier irgendwann auch mit Quicksilver ausstatten musst. Brauch dich doch nicht, weil... Okay, hast du? Hast du alles, was du brauchst? Muss ich diesen Gang mit Quicksilver ausstatten? Ja, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann auf der anderen Seite vom Berg rauskomme. dann bauen wir hier alles ab und nehmen die nächste Insel, die wir dann abbauen. Ja, geil, Leute. Die runterkellern. Nee, aber das Haus an sich so gefällt mir schon ganz gut. Das ist so ein bisschen in den Berg reingebaut, sowas wollte ich eigentlich auch haben. Okay. Finde ich eigentlich ganz geil. Nicht so riesen Angriffsfläche wie das alte Haus? Nee. Ah, jetzt Zanit, siehst du, es lohnt sich. Das war schon übelst heftig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Berg oben war ja übelst frei. Übelst Weltraum. Geilon. Um MC Fitti zu zitieren. Ja. Nee, so ist schon besser irgendwie. Ja. Auch so ein bisschen verwinkelt. Gefällt. Verwinkelt und verdreckt. Dreckt. Dreckt. Dry. Direct. Dreckt. Direct X. Direct X verdreckt, genau. Das X steht für den Multiplikator der Verdreckung. Genau. What? Es gibt mittlerweile X12, ne? Das ist mir zu viel Müll. Boah. Tja, erstmal eine Mate, ne? So, haben wir noch Kisten? Eigentlich? Ich hab noch welche, ja. Ja, dann. Ich hab nur 6 Stück hier noch. Dann platzier die mal hier. Moment. Wieso ist hier eigentlich offen? Na gut, ich komme. I'm coming home. Da fällt mir gerade auf. Vollidiot. So, die Kisten müssen ja runter, sind ja scheiße, wenn die schweben. Setz sie einfach dahin. Okay. Du willst mich jetzt verarschen. Ich setz sie hier hin. Hier hin. Ah, super. So, hast du 3 Stück. Ich hoffe, das reicht. Ich kann mich auch mal auskotzen hier gerade. Sortieren schon mal später, ne? Ich würde sagen, wir machen hier so eine Erdekiste draus.
Ja, sortier du mal, ich räume. Hast du die Schilder? Das ist alles hier in der ersten Kiste. Okay. Ja, ich sortiere die dann später mal. Aber hier mache ich jetzt ja, schon mal Erde. Moment, hier, da hast du noch ein bisschen was. Ich nehme mal die zweite Kiste, also die Erde. Okay, dann nehme ich die dritte Kiste und pack da immer eben alles rein. Außer ich habe ja noch normale Kisten. Der ist egal, also 11 Erde. Weil ich jetzt, ich versuche mal da drüben diesen Kriegsold, der dann unsere Insel klebt, abzubauen. Das ist nur alles andere als leicht, weil ich weiß. Sich dieser Kriegsold ziemlich scheiße verhält. Voll asozial, ey. Volle asoziale Quicksäule. Ja, das schlimmste Problem, ich habe hier nirgendwo einen Ankerpunkt, wo ich das übersetzen könnte. Ich könnte auch einfach runterfallen und dann einfach von unten dran kleben, wenn ich schnell. Oh nein! Oh, jetzt kommt mir gerade so eine Idee aus Zombies Eater Let's Play. Lol. Wassereimer. Wasser. Hast du das Eater Let's Play nicht gesehen? Ich habe mal reingeguckt immer mal. Aber nicht vollständig. Einfach einen Wassereimer nehmen, den an die Grenze setzen, wo du runter willst und dann einfach mit dem Wasserstrom schwimmen. Schwimmen mit dem Strom. Jetzt werden wir aber nicht so philosophisch, ne? Ansonsten wird das Ganze etwas komplizierter. Aber okay. So. Yes. Jetzt ich baue einfach weiter. Ja, bau du einfach weiter. Ich unterhalte die Leute während. Genau. Ich hole Zanit und so, die Stars. Videos sind. So. Wasser setzen. So. Funktioniert. Stubby. Ether. Dirt. Und Problem gelöst. Dirt. Alle Probleme löst man mit Dirt. Nein, alle Probleme löst in, man in mit. In dieser Betonung Dirt. 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 So, Wasser. So, hier ansammeln. Müssen wir dann eine Treppe hochbauen. Das mache ich mir gleich mal zur Mission. Mach das. Und ich mache hier gerade mein Dach schon drüber, ne? Mhm. Dann haben wir ein Dach. Stell dir das vor. Mein Gott. Das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Diese Vorstellung schmerzt zu sehr. Endlich mal ein Dach, ey. Boah, ey. Wir hatten im alten Haus auch nicht ein Dach irgendwie. Wir hatten eigentlich nur ein Wolkendach irgendwie. So. Ja. So ein halbes, so. Ein halbes Dach. Alter, Kriegsfall sammeln ist so eine verkackte Arbeit, vor allem weil Kriegsfall immer ganz unten ist. Und meistens unter dem Kriegsfall nichts mehr ist. Meistens. Fast immer eigentlich. Ja. War noch nie irgendwas drunter. Oh Gott. Ah, das ist Zanit, das wollte ich noch sammeln, siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du, kennst du? Und vor allem habe ich so ein Problem, denn die Erde geht mir aus. Ja, wir haben ganz viel Erde eigentlich. Ist viel gesammelt. Ach nee, das war Gravitite. Fliegt erstmal nach oben. Hui, oh mein Gravitite funktioniert. Verschwindet. Also da haben wir schon übelst viel Gravitite so langsam, ne? Mhm. Fuck. Das ist ja der Wahnsinn. Übelst Weltraum. So, huh. Ich stelle mich einfach mal demonstrativ in den Weg, weil ich dann. Auf jeden Fall. I need some dirt. And so I will get some dirt. Ich brauche Holy Stone. Then you should graben nach Holy Stone. Ich grabe eigentlich nach Rohstoffen, dabei farm ich eigentlich den Holy Stone. Ich müsste aber meine Holzpickaxe machen, weil die ist nicht schneller, aber. Effizienter. Effizienter, bringt halt 2 Stück pro Ding, ne? Ja, dann. Mach das doch. So, aber so langsam nimmt das Dach Form an. Das ist schön. Zumindest, eine also Dachform. Das ist ja kein Dach, das ist eigentlich nur die erste Etage. Stimmt. Wir wollten ja ein Quad-Etagenhaus bauen. Ein Quad-Etagenhaus. Ja. Der absolute Wahnsinn. Ja. Neuerung 2.0. Genau. Let's Play 2.0. Das ist eine gute Idee. Das müsste es eigentlich mal geben. Da würde man sich so ein bisschen abheben. Hey, du bist voll abgehoben. Die Frage ist, was man da Neues macht. Ja. Mit 2.0. Man redet nicht mehr. Man singt die ganze Zeit. Nein. Kategorisch abgelehnt. Nein, diktatorisch abgelehnt. Diktatorisch. Da wir keine Demokratie haben, entscheide ich das einfach mal selbst. Okay. Das dauert jetzt übelst lange.
Aber naja. So, ich baue einfach mal diesen Soul Sand, der hier noch an der Seite ist. Ach, Soul Sand. Diesen, Pixel Sand. Baue ich jetzt einfach ab, auch wenn ich weiß, dass ich nicht drankommen werde. Einen ganz kleinen Moment, ich muss mal die Tür schließen. Jojo. Deswegen unterhalte ich jetzt mal deinen Zuschauer. Ja, der ist ganz blöd. Aber der abonniert ihn, abonniert mich. Ja, was hat die Tür? Ich hab immer noch Kopfhörer auf, ne? Scheiße. Ups. Hoppala. Nein. That was fail. That was fail. So, ich pack die Erde mal wieder zurück und den Wassereimer ebenfalls. Ja. Hast du meinen Quicksoil geklaut? Ich hab überhaupt nichts geklaut, ja. Grundsätzlich, ich klaue nie. Sicher? Nö, eigentlich nicht. Gut. Dann aber sind wir alle froh. Es ist halt die Ausrede für alles so. Merk schon. Ah ja. Eine standardgemäße Ausrede deinerseits. Yes. So, ich hab nochmal 43 Down-Dinger. Down-Dinger? Also im Grunde genommen könnte man ja mit diesen lila Wolken das übelste Katapult bauen. So. Ja, die mit lila und mit blauen Wolken. 500.000 Blöcke weit. Nee, ohne Scheiß. Ernsthaft ja, jetzt. Irgendwie schon. Mit lila und blauen Wolken kannst du eben das geile Katapult bauen. Ja. Kam mir gerade irgendwie so die Idee. Oh, hier ist Ende im Gelände. Ende? Ja, Ende. The End. Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Nachher ich weiß gar nicht, ob wir da in dem Let's Play überhaupt hingehen, keine Ahnung. Ich bezweifle irgendwie. Wir spielen ja Aether und nicht The End. Let's play The End. Pickaxe. Eine Folge, ja, Enderdrache tot. Genau. So ungefähr. So, jetzt muss ich diese verkackte Treppe hier bauen. Okay, Etage, Städt. Sehr schön. Wir machen, glaube ich, eine Ganzkörperverglasung. Ja. Wir machen eine ganz Fassadenverglasung. Ganzkörperverglasung. Ich will an diesen Quicksilver da dran kommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Then get on it. Ja, ich weiß aber nicht wie. Ich könnte das Ganze unterbauen, aber das. Ach, nicht unterbaus. Alter Panoramablick hier, weißt du? Die ist da. Also da müssen wir ein riesengroßes Fenster hinbauen. Wo? Da am Haus. Quasi gegenüber von der Mine. Das wäre ja mal übelst geil. Ich baue da Fenster jetzt ein gerade. Sehr schön. Wollte ich nicht mehr zu machen. Weniger Arbeit für mich. Gut. Ja, machen wir da normales Glas? Nee, ne? Ach, wenn man Keks will. Ist egal. YOLO. Weiß ich grad gar nicht. Oder wir machen normales Glas. Kann natürlich auch. Lass normales Glas nehmen. Pixelglas ist einfach zu ressourcenfressend. Okay. Bin froh, weil ich die Brücke mit Pixel ausstatten kann. Huch. Selbst das wird schon schwierig. Ja, das wird schwierig. Wobei ich glaube, wenn ich hier jetzt noch. Fuck. Na gut, dann bauen wir halt ab. Bauen wir halt das ab, was wir. Eis ab. So. Nein, mein Pixel hat einen Abgang gemacht. Nein! No, that's shit. Wo bist du eigentlich gerade? Gegenüber von dir. Okay. Okay. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin unten im Keller und bereite gerade alles für die Fenster vor. Ach da, ja hier, guck mal aus dem Fenster raus. Nicht aus dem Fenster. Achso. Aus dem anderen Fenster. Da wo schon ein Fenster drin ist. Hallo. Hallo hier. Der Depp da gegenüber springt. So, hier eine Crafting Bench. Bau die Insel hier gleich mit ab. Die sieht scheiße aus, wenn die so durch die Gegend schwebt. Ja, jetzt muss ich natürlich, jetzt baue ich erstmal die Treppe. Auch wenn eigentlich aus schwebenden Inseln besteht, aber egal. Einfach nur, weil ich es kann. Yes. So. Treppen. Und dann muss ich erstmal die Treppe nach oben bauen. Damit haben wir vorher eine komplette Insel abgebaut. Boah. Na gut, sie war jetzt nicht wirklich groß. Trotzdem war es ein Erfolg. Es war eine Insel. War eine Insel, wenn auch eine kleine. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Ach, ich habe sogar eine Holy Stone Pickaxe dabei. Cool. Cool.
So, und jetzt wird dieser Dirt, dieses Dirt-Plateau wieder abgebaut. Auch wenn ich diesen Getotet. Dirt wiedersehen werde. Es wird genug getotet. Dirt. So, machen wir hier noch einen hin. Eigentlich müsste man nicht, aber... Ja, sieht besser aus. Bisschen freier. Okay, haben wir haben... noch ein bisschen Holystone? Wenig. Du musst ja welchen wenig. Abbauen. Okay. ja. Ich habe jetzt hier die Treppe gebaut. Ich überlege mir gerade, ob ich damit zufrieden bin. Sei zufrieden, du hast nicht die Zeit, das neu zu machen. Ich habe vor allem nicht den Stein, das neu zu machen. Ja, siehst du, das ist noch so ein Argument. Ja. Nee, ich lasse es immer so. Zweite Etage müssen wir dann irgendwann mal in Angriff nehmen. Aber jetzt muss ich erstmal hoch in die echte Welt. Hast du meine Diamantspitze? Schaufel? Ja, habe ich. Brauchst du die? Nö, im Moment nicht. Warum? Ja, dann bräuchte ich die mal. Weil Quicksoil baust du genauso schnell mit der Hand ab als mit der Schaufel. Thank you. Dann gehe ich jetzt mal runter und sammle ein bisschen Sand. Genau, und schmelze den. Und hole Kohle und die Sass. Wir haben sogar oben noch übelst viel Sand. Das kann natürlich auch sein. Und gehen wir pennen. Machen wir Glasspanes, das spart Ressourcen. Ja. Einfach nur sparen. Ja. Radikal hier. Radikaler Sparkurs. So, sicher, dass wir keinen Holystone mehr haben? Ja, ich habe keinen Holystone mehr. Du hast die Spitzhacke mitgenommen, auch egal, ich nehme die. Ja, nimm ne Holz, weil die kriegst du da kriegst mehr raus. Also ich habe hier eine Holystone Pickaxe. Ja, wir haben echt nichts. Ah, hier haben wir noch Quarzblöcke. Holystone Pickaxe, wir haben hier Holystone Pickaxe. Nehmen die Blöcke auf Quarz mal mit. Wir haben keine Stone. Hier haben wir noch Glasspanes, Glas. Das ist Skyward Lock. Okay, ich mach mal eben kurz noch ein paar Dings. Guck mal, wie weit wir damit kommen. Ich habe ein paar Glasspanes noch gefunden. Wenn nicht, wir haben ja genau eine Wüste vorm Haus, also. Ja, stimmt. Das ist ja alles. Dann bauen wir halt die Wüste ab. Zentral, ne? Zentral. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man eben so die Wüste abbaut. Nö. Mach ich jeden Tag. Ich baue jeden Tag eine Wüste ab. Easy. Das ist gutes Training. Alter, wie lange das dauert. Was? Bis man die abgebaut hat. Die Holystone Blöcke. Mit einer Holzspitzhacke? Ja. Na gut, aber es kommen halt auch zwei raus, ne? Ja, stimmt. Also tendenziell lohnt sich das, glaube ich, mehr. Tendenziell ja, aber vom Zeitaufwand, naja. Ja. Also es geht einigermaßen. Also, so. Es geht einigermaßen. So, und jetzt, das dürfte eigentlich schon reichen, weil jeweils 6 rauskommen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt rauskommt. Zur Not habe ich auch noch ein bisschen was im Inventar. So, Glasspanes sind eingesetzt. Ja, ich sehe es. Es wirkt auf einmal so hell und freundlich. Freundlich und hell. Hell und freundlich. Hell und freundlich. Ah. Lol. So, jetzt haben wir nur 36. Ich fange mal ein bisschen an mit dem Sortieren. Wirkt gut. Wirfst du mal einen Blick auf dein OBS? Den 18 OBS Minuten. Möchte dir etwas sagen. Mein OBS sagt, bitte beendet die Folge. Genau, es ist Zeit aufzuhören. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, war das jetzt eigentlich die letzte für diese, für heute? Was? Bitte? War das die letzte für heute? Ich weiß es gar nicht. Das war die letzte für heute, ja. Und dann haben wir... Genau. Gut, gut. Heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder vom Ether. Und da sortieren wir hier ein bisschen, oder? Genau, und ich werde die Brücke weiter bauen. Guck mal, ich habe alles sortiert, ich bin... fleißig. Also hier ist... hier ich möchte deine Vermutung nicht untermauern. Nein, nee, nicht dann. Unterbauen, aber... Ich will ja nichts sagen, ne? Hier ist noch eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Hier. Ja, was ist damit? Ja, die... die ist noch voll. Die mach ich. Aber du laberst schon wieder in die Folge rein, das geht ja mal gar nicht. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss und tschüssli Müsli und bis denn. Bis denn.